zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal gibt es einen Beauty Haul, den gab es glaube ich schon länger nicht auf diesem Kanal, aber ich habe wieder ein bisschen zugeschlagen. Ich war ja in den Flitterwochen und habe da ein bisschen was mitgenommen aus den USA, also überwiegend Produkte, die es hier so nicht gibt. Ein bisschen was ist es geworden, deswegen möchte ich euch das gerne zeigen, also bleibt dran, wenn ihr Lust drauf habt. Fangen wir also mit der Pflege an. Da habe ich ganz einfach 4 Masken mitgenommen. Die sind allerdings nicht amerikanisch, die sind asiatisch. Das sind Tony Moly Gesichtstuchmasken, 4 Stück an der Zahl. Die waren im Angebot zusammen, also man konnte sich 4 aussuchen für 10 Dollar. Einzelpreise sind 3 Dollar. Habe ich bei Urban Outfitters gefunden. Und ja, da habe ich einmal diese Granatapfelmaske mitgenommen. Dann diese Algenmaske, also alles Gesichtstücher. Dann... da bin ich auch sehr gespannt drauf. Rotweinmaske und Reismaske. Hört sich alles sehr gut an, werde ich jetzt bald testen. Ich fand sie also optisch super ansprechend. Und ja, falls ihr die schon kennt, könnt ihr mir mal gerne euer Feedback da lassen, wie ihr sie findet. Dann noch etwas aus dem Pflegebereich. Ich war natürlich auch bei Bath & Body Works und die hatten auch super Angebote. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, diesmal hat es mich irgendwie nicht vom Hocker gerissen. Ich weiß nicht, irgendwie waren die Düfte... diesen Sommer nichts für mich. Ich stehe mehr auf die Winterdüfte, glaube ich. Aber eine Seife haben wir mitgenommen, weil wir waren ja so begeistert von der Seife. Und das ist die Cotton Blossom Seife. Die riecht echt, ich muss nochmal riechen, die roch echt sehr angenehm. Robert mochte den Duft auch. Und wir lieben diese Schaumseifen. Also Robert hat auch gesagt, wir müssen unbedingt eine Seife von Bath & Body Works mitnehmen. Und ja, die riecht einfach super sauber und ja, frisch. Richtig, richtig toll. Ja, die haben wir mitgenommen. Die war auch im Angebot. Es gibt ja sogar Outlets von Bath & Body Works. Aber es ist auch gut so, dass wir nicht zu viel mitgenommen haben. Denn wir sind gerade so beide mit 23 Kilo zurückgekommen. Ja, deswegen ist es halt diesmal nur das von Bath & Body Works geworden. Aber ja, wir werden es in Ehren halten. Kommen wir auch schon zur letzten Sache aus dem Pflegebereich. Und das war mein Schnäppchen schlechthin. Habe ich eigentlich nicht nötig, aber es riecht so gut und pflegt so gut, dass ich es mitnehmen musste. Und es war einfach von 50 Euro auf 25 Euro runtergesetzt. Und zwar spreche ich von diesem Set von L'Occitane. Da ist einfach so eine große, also 100 ml Ölflasche, also wirklich Glasflasche mit von diesem Mandelöl. Und ich habe es dort ausgetestet und es riecht einfach, ich glaube, das ist das bestriechendste Öl, was ich bis jetzt gerochen habe. Und ich habe es die ganze Zeit an meinem Arm gerochen, noch Stunden danach. Ja, und dann gibt es dazu sogar noch eine kleine Seife. Ja, und von 50 Dollar auf 25 konnte ich nicht nein sagen. Ich glaube, es waren sogar 23. Es gab noch an dem Tag selber noch einen Discount drauf. Ja, für so hochwertiges Öl finde ich 23 Dollar wirklich nicht viel bei 100 Milliliter. Und ja, ein richtig, richtig toller Schnapper. Ich konnte auch die Umverpackung nicht wegschmeißen. Ich wollte es euch unbedingt zeigen. Die musste mit in den Koffer. Und ja, da bin ich schon sehr froh drauf, dass ich das bald benutzen kann. Dann gibt es dort in den USA auch sowas wie TK Maxx. Das heißt dort halt nur TJ Maxx. Und da habe ich auch ein bisschen im Schminkbereich geguckt. Da hat mich jetzt aber auch nichts so angesprochen, wo ich sage, das muss ich jetzt noch haben. Aber zwei ja, Gesichtstools haben mich sehr angesprochen. Und zwar einmal sehr dieser My Eye Beauty Brush. Das ist so eine kleine Gesichtsbürste, total süß verpackt. Und ja, ich bin super gespannt drauf, die auszuprobieren. Ich habe sie auch schon kurz rausgeholt und die ist super weich. Und ich werde auf jeden Fall bald mal mein Make-up mit austesten, wie das denn so ist und so. Und ja, ich glaube, das hat so um die 5 Dollar gekostet, deswegen habe ich es mal mitgenommen. Gibt es ja auch in vielen verschiedenen Größen und wenn ich davon überzeugt bin, probiere ich vielleicht auch mal eine andere Größe aus. Und dann habe ich noch diesen Schwamm hier mitgenommen, der war auf 2 Dollar runtergesetzt, hatte vorher 3,99 dort gekostet und ich glaube, normalerweise kostet der 8 Dollar, genau. Und den fand ich halt mega interessant, ich hoffe, ihr könnt das erkennen, ich hole den mal eben raus für euch. Und der ist super weich, der ist halt so, ja, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, so geriffelt einfach, aber richtig weich und ich kann mir gut vorstellen, dass man das Make-up richtig gut mit... Ich merke es auch, es passt sich der Haut richtig gut an, weil es ist so abgerundet und ja, ich bin mal sehr gespannt darauf, mein Make-up damit auszuprobieren. Ja, falls ihr mal Lust habt auf ein Vergleichsvideo, vielleicht von den beiden, so eine Gesichtshälfte mit diesem und eine Gesichtshälfte mit diesem und dann Feedback dazu, dann lasst mich das mal gerne wissen, dann drehe ich das gerne für euch ab, dann probiere ich das auch live zum ersten Mal mit euch aus, wenn ihr Lust habt. Und ja,
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. So, dann noch zu einer Sache aus dem TJ Maxx für $5,99. Und das musste ich einfach mitnehmen, weil ich mal was davon ausprobieren wollte. Und ich weiß, dass die Produkte im Sephora verkauft werden und ich noch nie eins davon in der Hand hatte. Und zwar von Kat Von D, das Shade and Light. Das ist ein Shade and Light Blush von Kat Von D in dieser Verpackung. Also $5,99 und das sind die Farben Samson and Delilah. Und die zeige ich euch jetzt auch mal vom Nahen. Also ja, bei Blush kann man eigentlich nie was verkehrt machen. Obwohl ich sagen muss, dass ich ein bisschen von der Verpackung enttäuscht bin, weil so hochwertig fühlt die sich nicht an. Und ich meine, die sind echt was teurer im Sephora gewesen. Toll ist natürlich mit dieser wunderschöne Sticker drauf. Ja, einfach so ein runder Blush, relativ groß. Und das sind die Farben. Die fand ich aber wirklich sehr, sehr schön. Sonst hätte ich es auch nicht mitgenommen. Und das ist so ein Korall. Orange, ja, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen werdet. Und dann sowas Helleres. Ja, muss ich mal ausprobieren. Also schöne Farben jetzt für den Sommer, wenn man ein bisschen gebräunt ist, kann ich mir das gut vorstellen. Werde ich austesten. Für $5,99 konnte ich auf jeden Fall nicht dran vorbeigehen. So, steigern wir uns ein bisschen. Und zwar habe ich zwei Milani-Lippenstifte mitgenommen. Ich habe ja schon einen da, den ich sehr, sehr liebe. Und der ist auch, glaube ich, der meistgebrauchteste von mir. Jetzt kommen zwei dazu. Jedenfalls habe ich mitgenommen die Nummer 25 Naturally Chic. Ja, der passt natürlich total zu meinem Beuteschema aktuell. Matt, rötlich, rostrot. Ich kann die Farbe nicht beschreiben. Sehr, sehr schöne Farbe. Und ich liebe den Geruch davon irgendwie. Und die Farbe 61 Matt Naked. Der ist so sehr, sehr natürlich, auch auf jeden Fall sehr, sehr matt, habe ich auch schon auf den Lippen getragen. Jetzt aktuell steht er mir nicht so gut, weil ich etwas gebräunt bin, aber wenn ich wieder weißer werde, dann wird er auf jeden Fall sehr schön aussehen. Und ja, ich finde die Qualität der Milani Lippenstifte auf jeden Fall super und ich glaube, die kriegt ihr auch auf Amazon, schaut da unbedingt mal vorbei. Die kosten so $6-7, meine ich. Und ja, kann ich nur sehr empfehlen. So, und dann kommen wir zu meinen zwei liebsten Schätzen. Fangen wir mit dem Schnäppchen an. Ich war in einem Outlet und da gab es auch tatsächlich einen Outlet mit Schminke. Und da gab es auch MAC-Sachen und einige Lippenstifte für $12 nur noch. Und von den ganzen Lippenstiften hat mich halt einer angesprochen, den ich eh auf meiner Wunschliste hatte. Es gab nur den einen, sonst hätte ich auf jeden Fall, ich glaube, viel mehr geholt. Aber es gab Please Me für $12. Allerdings in so einer limitierten Edition, das war so eine Weihnachtsedition, hat sie mir erklärt, deswegen ist die Umverpackung lila. Finde ich überhaupt nicht schlimm, sieht richtig cool aus. So sieht er aus und da ist die ganz normale Standardfarbe Please Me drin. Super schöner Rosenholzton, stand eher auf meiner Wunschliste und für $12 konnte ich da nicht nein sagen. Ich habe immer noch ein paar auf meiner Wunschliste, es sind nicht mehr viele. Die gab es da leider nicht im Angebot, sonst hätte ich die auch noch mitgenommen. Da habe ich noch Glück gehabt, diesen zu ergattern. Und ja, deswegen durfte ein neuer MAC-Lippenstift einziehen. Und jetzt zu meinem Highlight. Eigentlich wollte ich eine andere Farbe mitnehmen, aber die war natürlich ausverkauft. Wovon rede ich überhaupt? Ich habe mir einen Anastasia Beverly Hills Liquid Lipstick mitgenommen. Ich wollte eigentlich die Farbe Pure Hollywood haben, weil meine Freundin den schon hat und den durfte ich mal ausprobieren. Hat mir sehr gut gefallen. Ich habe aber jetzt diesmal Dusty Rose mitgenommen und der gefällt mir aufgetragen auf den Lippen noch viel besser. Ich wurde auch schon bei Instagram gefragt auf ein paar Fotos, was ich denn auf den Lippen hätte. Das war dieser. Er dunkelt auf jeden Fall nach, ist so ein, ja, Rosenholzton, Alltagston, dunkelt wie gesagt ein bisschen nach, hält bombastisch lange und das wird auf jeden Fall nicht der letzte gewesen sein, den ich mir hole, und beziehungsweise den ich mir geholt habe. Und ja, bin ich super überzeugt von und freue ich mich in meiner Sammlung aufzunehmen. Das war es auch schon mit meinen Beauty-Sachen, die ich mitgenommen habe, die ich in den letzten Wochen gekauft habe. Das nächste Mal folgt dann ein Food, Fun und Fashion Haul, auch aus den USA. Ich hoffe, ihr habt da Lust drauf. Lasst es mich gerne wissen. Das war's auch schon wieder mit dem Video. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao!